Moin Leute und willkommen zurück in New World. So, wir sind jetzt wieder in der tiefen Schlucht gelandet, weil wir jetzt nämlich nach Bruchberg sollen. Und da sollen wir uns jetzt noch ein paar Infos holen, bevor wir in Bruchberg eindringen. Und deshalb quatschen wir jetzt mal kurz mit Yash und horch mal. Da wären wir, die Grenze des Sturms. Dahinter liegt der Bruchberg. Ich wünschte, Jonas wäre noch hier. Er wäre stolz auf dich, Yash. Ja, und immer kampfbereit. Das kann ich von unseren Truppen aktuell nicht sagen. Unsere Lage ist äußerst prekär. Der Außenposten muss verstärkt werden, aber zuvor müssen wir etwas über einen Gefangenen herausfinden, den die Verderbten hier festhalten. Wer ist dieser Gefangene? Viel wissen wir nicht, nur dass er eine Menge Aufmerksamkeit erregt hat. Ich überlasse das weitere Vorgehen ganz dir. Wir sehen uns dann im Außenposten. Wir sehen uns im Außenposten. So, jetzt dürfen wir nach Bruchberg. Suche im Lager nach Informationen über den Gefangenen. Oh, das ist hier ein Haufen Weg. Da ist hier gerade was gespawnt. Kam so ein komisches Geräusch. So, mal gucken. Level 60 sind die hier. Also alles noch okay. Bisschen ein paar mehr Gegner hier. So. Ich bin im Lager. So, bevor er da was schnabuliert. So, da sollen wir was lesen? Nach einem Jahrhundert fern von dieser Insel habe ich ganz vergessen, wie sich die allgegenwärtigen Spannungen Enternums anfühlen. Das wirkt belebend, widert mich aber auch irgendwie an. Als würde das Geschenk des ewigen Lebens einem die Sinne vernebeln. Wahrscheinlich war die Menschheit dieses Geschenks deshalb nie würdig. In den Jahrzehnten meiner Abwesenheit war Isabella ganz schön umtriebig. Und jetzt beherrscht ihre Dämonenarmee das Land. Meine Pläne wurden nun zwar vereitelt, aber ich werde einen Weg finden, um für meine Sünden zu büßen. Oder mich der Verdammnis ergeben. Die wird sich nicht ergeben. Folge den Spuren zum Gefangenen. Okay. Dann tun wir das doch. So. Der Wolf zieht Aggro, natürlich, natürlich. Solange der uns jetzt nicht wieder bis nach Ebenmaß verfolgt, ist alles gut. So, da unten müssen wir hin. Da ist auch noch eine Nebenquest. Da geht's weiter. Wir hier mal gucken. Eintum Madaki. Klick ihn mal an. Haben eine Möglichkeit gefunden, oder sie. Schmiedetechniken der Ahnen zum Herstellen neuer Waffen einzusetzen. Können wir das auch tun? Möglicherweise. Laut meinen Forschungen benötigen sie besondere Gussformen für jede Waffe. Sollten die Verderbten versuchen, sie herzustellen, dürfte diese tief in teuflischer Herrscher geschehen. Jemand muss dorthin. Das kann ich machen. Selbst du könntest den Kaminus vor einer echten Herausforderung stehen. Du solltest dir vor deiner Abreise ein paar Verbündete suchen. Wenn du bis zu den Schmieden vordringen kannst, suche bitte nach Gussformen oder Schmelztiegeln. Meinen die Ziegeln? Bring sie her, dann sehen wir weiter. Okay, ich nehme es jetzt mal kurz an. Reise nach Teuflischer Herrscher. Okay, das ist dort drin. Das ist, sieht so leicht nach Elite aus. Okay, okay. Wer ist er da? Die können auf jeden Fall ein bisschen was ab. Alter. Die haben mich ja fast pauzi gemacht hier.
Was denn das sei gewesen? Jetzt kommt noch ein kleines Wölfchen. Noch einer ist da. Der Wolf geht jetzt einen auf unser Kern. Weg mit ihm. Und da soll ich jetzt rein, ja? Wenn die da so einen Schaden machen. Junge, Junge, Junge. Finde die Zelle des Gefangenen an folgendem Ort, teuflische Herrscher. Also ist das gleiche Gebiet hier. Okay. Wir sollen da hinten hin und die sind aber hier vorne. So, die sehen jetzt aber normal aus. Die eben hatten ja noch so einen silbernen. So, der hat schon mal was gedroppt. Der hat auch Silber drunter. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir nicht gegen so viele kämpfen, glaube ich. So, ich hoffe, hier gibt es dann mal so ein paar Truhen, wo man auch mal ein bisschen Heilungstränke bekommt. Weil die gehen uns, glaube ich, bald aus. Wir ja alle noch schön kaputt. Quatsch. Und den hier noch kaputt. Holst du mal weg? Aber irgendwie dann doch nicht. So, Vorratstruhe. Da mal schon mal was bekommen. Zieht der jetzt noch ab oder unten? Ja, macht er. Aber er kommt nicht her. Dann gehen wir mal zu ihm. So, da ist er dead. Da ist er dead. Oh nee. Okay, er hat wieder Silber. Der kann mehr ab und teilt mehr aus. Und da unten sehe ich schon so einen hässlichen Priester. Ein Gold. Das heißt, wir werden hier bestimmt so ein bisschen auf den Sack kriegen. Vielleicht. Vor allem, weil wir ja noch nicht mal hier normale Ausrüstung kriegen. Der ist auch wieder Silber. Solange wir uns einzeln vorkämpfen können, ist alles gut. So. Ich hoffe nur, dass wir hier mehr als diese 8 Truhen haben vom Weg. Auf die Priester da unten habe ich hier. Habe ich ja wirklich gar keinen Bock. Die Priester, die machen uns, glaube ich, einfach kaputt. Vor allem, weil die ja auch wirklich Elite sind. So, er kann ja auch schon da so viel ab. Rennen wir denn gerade hier lang? Hier. Ich möchte nicht wissen, was da auf uns noch wartet, ey. Knack. So, noch eine Vorratstruhe. Da hinten sollen wir gleich rein, ja? Thank you.
ist ja kaputt. So drei von den kleinen Truhen brauchen wir noch für die Nebenquests. Auch wenn die Belohnung natürlich nicht so geil war. Der hier vorne wird bestimmt auch gleich noch Akku ziehen. So, da vorne sollen wir schon hin. Da stehen auch wieder so eine ekelhaften Priester. Ich drehe mich um, gucke in eine andere Richtung, dann kommen die hier an. Was ist falsch mit denen? So. Ja, jetzt haben wir zwei hier. Merkt man gleich. Macht gleich mehr Schaden. Die Boys hier. So, da oben haben wir aber nur noch eine Truhe. So, wir gehen aber trotzdem hier mal ein bisschen geschützt lang. Da oben stehen auch so viele rum. Kann man schon sehen, was die Silber, aber das sind wieder welche mit Speer und so noch. Oh, jetzt bin ich die Kacktreppe runtergerutscht. Das ist ja... Das ist nicht nett. Warum haben die jetzt so ein... Oh. Alter, die machen uns hier kaputt. Der hat uns kaputt gemacht. Und ich habe hier kein Zeltlager. Nein. Das heißt, ich starte hier unten. Hilfe. Tiefe Schlucht. Ich darf nicht an dem Schrein da vorne starten, oder wie? Da will ich hin. Huh. Der ist näher dran, oder wie? Da oben müssen wir hin, ja. Okay. Dann testen wir das einfach mal. Probieren da jetzt in die Richtung zu rennen. Und wenn wir dann nicht mehr rennen können, dann werden wir einfach probieren, da rauszurennen. Laufen. So, hier muss wohl einer lang gelaufen sein. Okay. Okay. So, hier ist alles kaputt, oder was? Eigentlich steht hier oben so ein Dicker. Ach, der kämpft da hinten. Der kämpft gegen den? Okay. Was hat er dann alles mitgezogen? So, holen wir uns auf jeden Fall hier erstmal die kleinen Elite-Truhen. So. Er hat Rückzug, schön. Dürfen ja aber noch nicht beschwören. So, jetzt sehen wir aber nicht mehr. Hier oben sollten wir, glaube ich. Ne? Haben die jetzt auch alle was über dem Kopf? Aber die hier sind Elite, ne? Was? Öffne die Tür, um den Gefangenen zu befreien. Okay, dann müssen wir jetzt da oben hin. Ich hoffe, kommen wir irgendwie hin. Also auf jeden Fall ist das hier so ein Elite-Gebiet, ne?
müssen jetzt bloß gucken, ob wir die ganzen Gegner hier loswerden. Und dann müssen wir gleich noch hoffen, dass die anderen Gegner da nicht wieder gespawnt sind schon. Unsere Säcke werden wahrscheinlich weg sein. Beziehungsweise war das wahrscheinlich das... War das einfach nur das Säckchen? Da kommt noch was. Das Säckchen hier auch für den Schlüssel, ne? So. Öffne die Kerkertür. Okay. Diesmal liest das nicht vor, oder was? Frechheit. Wer ist er denn? Pater Russo. Ich wusste, dieser Moment würde kommen. Es würde dich anziehen wie eine Motte zum Feuer, auf das dein Licht die Dunkelheit erhält. Kennen wir uns? Ja, Hauptmann Thorpe hat uns verraten. Seine Gier hat unsere sichere Passage vereitelt und unsere Seelen auf diesen Kurs gebracht. Erinnerst du dich jetzt? Du bist der Priester, der uns geführt hat. Ich führe dich noch immer, ob es dir bewusst ist oder nicht. Was du auch davon halten magst, wir sind verbunden. Du suchst Isabella. Stahl und Dornen mögen mich vom Weg abgebracht haben, aber ich beschritt einst denselben Pfad aus denselben Beweggründen. Du willst Isabella bezwingen? Ich wollte Buße tun für meine Sünden und jene, die andere meinetwegen begingen. Mein Tagebuch ist mein Testament. Du kannst es ruhig lesen. Na klar. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ein Engel meine Kirche aufsuchte. Isabella de Leon, eine junge Frau unvergleichlicher Hingabe, ersuchte Erlösung von der generationenwährenden Schande ihrer Familie. Ich war es, der sie einst dem wirren Geschwätz des Ketzers aussetzte und fand mich sogleich als Anhänger ihrer unglückseligen Expedition wieder. Auf Eternum wurden Isabellas Bestrebungen zu Besessenheit. Und als sie von der Quelle trank, wurde ihr Durst nach göttlicher Inspiration zu Wahnsinn. Als ihre Augen sich blutrot färbten, ergriffen die dämonischen Parasiten Besitz von ihr. Die Fragen des Trupps beantwortete sie mit Blut und ließ nichts als seelenlose Hüllen zurück. Mein Herz brach. Mein Glaube war verloren. Ich streckte den Ketzer dafür nieder, dass er uns in diese Verdammnis lockte. Voller Scham floh ich in die alte Welt, entschlossen zurückzukehren und meinen Fehler zu korrigieren. In Rom erlangte ich Zugang zu den düstersten Archiven des Ordens und fand dort Antworten, die Erlösung versprachen, wenn ich an diese Küsten zurückkehrte. Ich heuerte für die Rückfahrt einen Kapitän an, doch wir strandeten auf der Insel. Ich sah, was geschehen war. Der für sie bestimmte Segen wurde dir erteilt. Okay. Jetzt weißt du es. Mir wurde just dann das Leben neu geschenkt, um meine heilige Mission scheitern zu sehen und meine Hoffnungen zu zerschlagen. Ich wollte mehr über Isabellas Unterfangen herausfinden, doch ich fand nur wenig und wurde dann von ihren Lakaien gefangen und gefoltert. Hast du sie gesehen? Nein. Sie wusste zwar von meiner Gefangenschaft, kam aber selbst nie her. Das sagt einiges über sie aus, wie ich finde. Doch wir sollten nicht verweilen. Die Festung ist gefährlich. Komm, in der Nähe gibt es eine alte Feste, wo wir ungestört sind. Ja. Stoße im Außenposten erneut zu Pater Russo. Okay, das heißt, wir können jetzt hier raus.
schnell von den zwei Typis hier abhauen. Ciao, ich muss los. Können wir hier nämlich rausrennen und dann einfach den Weg lang, ja? Das klingt nach dem Plan. So, dürfen wir hier jetzt schon mal reiten? Nee. Gesperrt das Gebiet. Jetzt dürfen wir. So. Der Nebenquest-Typ ist auch immer aus dem Posten, oder? Mal gucken. Ja, gut. Das hätten wir uns jetzt nochmal zurück durchschlagen müssen. So, hier kommen wieder Bogenschützen. Oh, hier sind sie sogar schon Level 64 jetzt alle. Okay, okay. Ja, immer schön in den Hintern schießen. Dann wird das Pferd ein bisschen schneller. Yeah. Doch, hier lang. Priester? Priester. Auf geht's. So, hier geht's jetzt hoch, ne? Ja. Immer diese ganzen Bogenschützen hier. So. Russo, Russo, wir sind gleich da. Respawn-Punkt aktiviert. So, wer ist denn jetzt wer? So, das ist Nebenquest und das ist Russo. So, gehen wir das hier mal ab. Du bist zurück. Ich bin beeindruckt und vorsichtig optimistisch. Du hast die Schmelzersiegel gefunden? Großartig. Damit können wir viele verschiedene Waffen herstellen. Ich würde sie unter den Waldläufern und Wächtern verteilen. Ach doch. Mach das doch. So. Wollen wir mal kurz gucken. Also wir haben ja jetzt hier sogar theoretisch. Ist das vom Schaden 1400? Ja, sind ein bisschen, aber hier dieser Schlitzer mit Schaden über Zeit, weiß ich nicht. So, der ist ja schlechter. Weiß jetzt nicht, warum wir hier so einen 570er bekommen, aber okay, können wir jetzt eh nicht ändern. Gut, dann machen wir aber in der Folge jetzt erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.